Mein Name ist Markus Krajewski. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Völkerrecht am Fachbereich Rechtswissenschaften der FAU. Und ich bin zugleich auch Sprecher des FAU Centers for Human Rights, des neuen Forschungszentrums. Meine Forschungsschwerpunkte sind vor allen Dingen im Bereich Wirtschaft und Menschenrecht. Ich untersuche also, wie Unternehmen bei der Verwirklichung der Menschenrechte eben auch neue Verpflichtungen bekommen. Das FAU Center for Human Rights, wir nennen es kurz FAU-CREN, ist ein interdisziplinäres und international ausgerichtetes Forschungszentrum. Es ist insofern einzigartig in Deutschland und ich würde auch sagen, wahrscheinlich in Europa auch einzigartig, weil es in einer großen Tiefe, aber auch Breite interdisziplinär arbeitet. Also wir haben nicht nur Juristen, die mit ein paar Philosophen oder Juristen, die mit ein paar Politikwissenschaftlern zusammenarbeiten, sondern wir arbeiten eben auch zusammen mit Wirtschaftswissenschaftlerinnen, mit Historikerinnen, mit Kolleginnen aus der Medizinethik, mit Kollegen aus der Pädagogik. Und das ist schon das erste Alleinstellungsmerkmal, dass die FAU da eben in dieser Breite im Thema Menschenrechte unterwegs ist. 2. Forschen wir zum Thema Menschenrechte grundlegend, aber eben auch aus der Perspektive, was die Menschenrechte eben für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in der Praxis bedeuten. Also wir haben immer einen ganz starken Bezug zu den Auswirkungen, zu den Bedeutungen eben für eine gesellschaftliche Realität. Also ich finde, die FAU ist hervorragend aufgestellt für das Thema Menschenrechte, auch in der Zukunft. Sie erwähnten, dass wir natürlich schon eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen haben, die das machen, aber wir arbeiten im Moment vor allen Dingen daran, dass wir auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an der FAU für dieses Thema begeistern können, die dann auch hierher kommen, die hier forschen. Wir haben ein großes Doktorandenprogramm, wir wollen ein großes Postdoktorandenprogramm aufbauen. Das ist also auch unsere Investition in die Nachhaltigkeit, was sozusagen das Personal angeht. Wir wollen also sicherstellen, dass das jetzt nicht mit den paar Berufungen, die wir haben, vorbei ist, sondern dass wir eben insbesondere da auch in die Zukunft wirken. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, wo wir jetzt sehen, da verändern sich die Dinge grundlegend. Ein Thema ist zum Beispiel die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Menschenrechten zukünftiger Generationen um? Wie können wir die auch in unsere Politik, in unser Recht einbauen? Das stellt sich bei der Frage des Klimawandels natürlich ganz massiv. Wir haben Menschenrechte heute bislang immer nur diskutiert mit Blick auf die Menschen, die heute hier leben und die ganz aktuell von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Aber was ist eigentlich mit Menschen, die in 10, 20 Jahren hier leben? Wie müssen wir eigentlich deren Rechte betrachten? Eine nächste Frage ist, wie müssen wir eigentlich mit Rechten umgehen oder müssen wir nicht eigentlich auch Rechte denken, transhuman, also müssen wir über die Rechte von Natur, müssen wir irgendwann auch über die Rechte von künstlicher Intelligenz nachdenken. Die digitale Transformation stellt natürlich große Herausforderungen an die Menschenrechte nochmal. Und als dritten Punkt möchte ich vielleicht noch erwähnen, das Anwachsen von Autoritarismus. Also wir sehen, Demokratien sind global auf dem Rückzug. Immer mehr Staaten werden von Demokratien über illiberale Demokratien zu Autokratien. Und das wirkt sich auch auf das internationale Menschenrechtssystem aus. Also mein persönlicher Wunsch und meine Hoffnung wäre, dass wir die Menschenrechte sehr viel stärker verstehen als Rechte, die jeder hat, aber nicht nur gegenüber Staaten, dass wir uns auch darüber im Klaren werden, Menschenrechte müssen auch durch andere gesellschaftliche Akteure, Unternehmen, aber auch durch zivilgesellschaftliche Akteure wahrgenommen werden. Und mein zweiter Wunsch wäre, dass wir verstehen, dass Menschenrechte nicht nur individuelle Ansprüche sind eines Einzelnen gegenüber dem Staat, sondern dass sie vor allen Dingen auch Rechte sind, die Menschen sozusagen in ihrer Kollektivheit, also wir reden über das Recht auf Nahrung, wir reden über das Recht auf Wohnen, wir reden über das Recht auf Gesundheit, das sind alles Rechte, die sozusagen eine Gemeinsamkeit, eine Gemeinschaft erfordern, dass wir Menschenrechte eben auch in dieser Hinsicht denken.